Bim und somit beginnen wir unser neues Video. Mein Name ist J6, All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute mal ein ein etwas anderes Video, ein etwas ausgefallenes, meiner Meinung nach. Ein kleines Interview, klassisch, einfach hier so in Berlin, so ein bisschen auf Assi-Style, aber ihr wisst ja, muss ja ab und zu. Ich habe hier einen besonderen Gast gerade hier neben mir sitzen und ich danke ihm auf jeden Fall dafür, dass wir uns da getroffen haben und er sich bereit erklärt hat, heute zu sprechen. Es ist kein geringerer außer der Mr. Fuad. Ja, wie geht's dir? Fuad Musa, das Original. Hashtag Fuad Musa. Schön, dich jetzt original hier getroffen zu haben. Danke dir. Und ja, pass auf, ich habe da mal was mitbekommen. Kommen wir mal direkt aufs Zahnfleisch, ne? Auf den Punkt. Du hast ja letztens so eine Kontroverse geliefert, laut den Medien. Ja, ich wollte es aber noch mal gerne von dir hören, ja? Von wegen mit F Deutschland und ich F Deutschland. Und wir müssen natürlich aufpassen, wie wir hier sprechen. Gibt ja auch unter anderem ein paar Jüngere, die hier zuschauen. So, und wir wollen natürlich auch freundlich bleiben, ja? Ja. Kannst du vielleicht was dazu erzählen? Das war ja gestern bei der Free Palestine Demo in Steglitz in Berlin. Ja, korrekt, gestern. Am 13.07. war der Vorfall. Das war am Rande, sagen wir mal so. Wir sind gerade losgelaufen, haben uns getroffen zur Demo. Mhm. Wieder mal wegen der Ereignisse in Gaza und in Palästina in der Westbank halt. Das, was halt da abgeht, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aha. Ich war dann im hinteren Teil der Demo, habe eben abgestreamt, habe abgefilmt in der Demo, was so abgeht und so weiter. Und da war halt eine israelische Gegendemonstrantin mit Israel-Fahne. Dann bin ich hingegangen, die hatte auch Polizeischutz drumherum und die ist quasi hinter der Versammlung mitgelaufen und sah so aus, als würde sie Versammlungsteilnehmerin sein. Mhm. Ja, und ich habe die halt zur Rede stellen wollen, zumindest die Cops, die da waren, um zu fragen, was das soll, warum sie so nah an die Demo ran darf und so weiter. Und dann kommt vom Rande heran zwei merkwürdige Personen mit einschlägigem, bekannten Markenmaterial an ihrem Körper. Vogue, ja, Vogue Zero ist bekannt. Wird nur von Neonazi-Portals und Shops verkauft. Oh wow, okay. Und der andere hatte halt dieses bekannte Merkmal des Kreuzes, die hat auch einen bestimmten Ausdruck, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind beides halt bekannte Marken, die nur von Neonazis bzw. von allen Leuten aus dem rechten Spektrum getragen werden. Und ja, ist richtig, ich habe mich dazu hinreißen lassen, dass ich eine ziemlich beschissene Wortwahl getroffen habe, aber eben aus dem Kontext heraus. Denn ich hatte nämlich gesagt am Anfang, Weiße für weiße Verbrechen, beziehungsweise nur Weiße für Weiße. Mhm. Das war auf die israelische Gegendemonstrantin abgezogen, weil ich eben gesagt habe, es ist ja halt keine Jüdin gewesen, sondern es war eben halt auch eine Deutsche. Mhm. Und es sind typischerweise immer weiße Gegendemonstranten vor Ort. Mhm. Und darauf gibt es dann halt von mir genau diesen Spruch, Weiße nur für Weiße, hat einen geschichtlichen Hintergrund, eben den kolonialistischen Hintergrund, imperialistischen Hintergrund, Besatzung und so weiter durch europäische Geschichte. Mhm. Und diese Person kam dann auf mich zu und sagte dann so, Weiße sind die besseren Menschen zu mir. Wow, genau, da war ja was. Sie hat was Interessantes gesagt, was dich natürlich dann aus deiner Reserve geholt hat, genau. Und du dann auch sehr emotional reagiert hast. Genau, sie sagte, Weiße sind die besseren Menschen zu mir und darauf gab es dann ein Hin und Her an Diskussionen. Erstmal eigentlich ziemlich heftig, ruhig. So eine richtig dumme Aussage erstens, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja, also Rassismus ist absolut, ja, EQ4, ja. Salam alaikum. Guten Tag. Na, wunderschönen guten Tag. Ja, was ist hier los schon wieder? Ajo, hallo, ja. Stark, die Dame jetzt gerade aus dem Nichts, kurz mal reingecrashed, aber trotzdem sehr nett, ja. Okay. Ja, alles gut passiert. Das ist Berlin, ne? Wir sind hier live, bei uns wird nichts gestellt, ja? Pass auf. Und das Ding ist halt, dann kam es halt genau zu dieser Auseinandersetzung. Ja. Ein Hin und Her an Argumenten und dann eben halt die hämische und bescheuertste Frage, die man einem Palästinenser überhaupt stellen kann. Warum gehst du nicht zurück nach Palästina? Auch hier ist es wirklich, das ist eine der blödesten krass, Fragen, Alter. Die sich halt mit dem politischen Hintergrund auskennen, wissen, dass Palästinenser kein Rückkehrrecht haben, obwohl das Rückkehrrecht laut UN-Resolution 194 beschlossen ist, aber es muss umgesetzt werden. Wird dieses nicht umgesetzt
Und wir dürfen halt nicht zurück nach Palästina in unsere Heimat. Na, vor allem, da ist ja jetzt Krieg. Was ist denn das für ein Blödsinn? Auch wenn es da jetzt keinen Krieg geben würde. Ja. Wir dürfen nicht dahin zurück, weil der Staat heißt ja jetzt Israel. Aber wird verweigert, ne? Du darfst ja nicht mal offiziell zurück, okay? Genau. Wir dürfen also nicht offiziell zurück. Wir haben also, uns wird also das Rückkehrrecht verwehrt. Okay, krass. In unsere Heimat. Das heißt, du kommst selbst mit einem, als deutscher Staatsbürger mit einem deutschen Reisepass, kommst da nicht mehr rein? Doch, du könntest, deine Wurzel könnte palästinensisch sein, du kannst auch einen deutschen Pass haben. Mhm. Du darfst aber nicht zurückkehren, du könntest es höchstens mal besuchen wenn sie dich einlassen. Okay. Und dann nicht alle, nicht jeden, das ist halt ein Riesen. Da wird ausgemustert, okay. Genau, da wird ausgemustert, wie auch immer. Ist sehr kompliziert und sehr schwierig. Mhm. Ja, also hast einen deutschen Pass, arabischer Name und dann noch muslimische Religion. Das sind eigentlich also es gibt definitiv Probleme dann, wenn du vor Ort bist. Okay, bleiben wir mal im Kontext, genau. Genau, so. Und bleiben wir mal im Kontext. Und dann gab es ein Hin und Her mit der Dame. Mhm. Und die AfDler und ein Mensch wie Jan Fleischhauer oder eine Caroline Preißler und so weiter achten gar nicht auf diesen rassistischen Spruch, der ja eigentlich das Ganze ausgelöst hat mit die Weißen sind die besseren Menschen. Und worauf ich überhaupt dann in diese Diskussion kam. Völlig unakzeptabel. Genau, es wird völlig ausgeblendet, sondern es wird jetzt genommen, dass ich eben gesagt habe, wir Deutschland. Damit meinte ich aber genau dieses Nazi-Deutschland von diesen einschlägigen Marken. Du hast nicht alle gemeint. Okay, jetzt. Und genau auf die ist dämmert's. Genau auf die ist das auch abgezogen. Mhm. Dass sich das AfDler greifen, Menschen wie Jan Fleischhauer und so weiter, enttäuscht eigentlich, dass ein Mensch wie Jan Fleischhauer, der ja eigentlich eine gute Reputation hat in der Öffentlichkeit, oder auch eine Caroline Preißler, die sich doch einsetzt, gegen Antisemitismus zu sein, aber so einen offenen Rassismus befürwortet und nicht einen X-Post darüber macht und sich nur auf mich einschießt vor lauter Hass gegen uns Palästinenser. Mhm. Das finde ich schon übel. Also ein Palästinenser ist böser als ein Neonazi. So musst du dir das Ganze vorstellen. Ist das nicht dann irgendwie auch so ein bisschen zweigleisig, wo die Politiker oder allgemein die Leute dann irgendwie versuchen... Es ist eine Doppelmoral. Scheinheilig auf Doppelmoral, Es ist eine Doppelmoral. Finde ich irgendwo schade, ne? Es ist eine Doppelmoral. Sie machen Demos gegen rechts. Mhm. Sie machen... Demos gegen AfD-Treffpunkte, sie machen Demos gegen sonstiges rechtes Gesindel, verkaufen sich als die besseren Menschen, verhalten sich aber selbst rassistisch uns Palästinensern gegenüber, weil antipalästinensischer Rassismus wird in der Öffentlichkeit nicht thematisiert. Krass. So, dieses Thema wird nicht thematisiert, das interessiert keinen, das ist egal. Du bist zwar ein POC, aber du hast palästinensische Wurzeln. Ja, dann bist du schon unten durch. Und woran liegt das? Woher kommt dann da diese Klassenklassifizierung? Was soll das eigentlich? Wieso ist das so? Es ist alles zum Schutze des Apparates im Nahen Osten. Also es wird dann einfach so genommen, gesagt und gemacht und das muss dann auch so akzeptiert werden? Genau, es hat ja auch ein bisschen was mit der deutschen Geschichte zu tun. Okay. Ne, und jeder weiß halt, was wofür Deutschland verantwortlich ist und europäische Geschichte verantwortlich ist. Und Wiedergutmachung geht aber halt nur so weit, dass unser Leben anscheinend aber tatsächlich im 21. Jahrhundert weniger wert ist als anderes Leben. Und das kann es ja auch nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass man ein Leben gegen ein anderes eintauscht und sagt, die Leben sind mehr wert. Es kann nicht sein, dass ein palästinensisches Kind weniger lebenswert ist als alle anderen Kinder. Das ist schon heftig, Meinst du, die wollen das wie eine Art... auf gut Deutsch gesagt, reinwaschen? Natürlich, es wird auf unserem Rücken ihre Geschichte reingewaschen. Es heißt, man hätte Antisemitismus rein importiert. Aber die Frau, die mir das doch gerade in den Kopf geworfen hat, ist doch Anhängerin einer Ideologie, die Judenhass bis aufs Schärfste propagiert. Aber da hält sie sich die Hand vorm Mund und möchte sich auf meinem Rücken profilieren und andere Menschen wie Caroline Preißler, Jan Fleischhauer und die Bild und Springer Verlag und von Welt, wie die nicht alle heißen, hauen jetzt genau in die Kerbe rein. Ich bin der böse Mann, weil ich will ja Deutschland F... Ja, aber dieses Nazi-Deutschland braucht auch keiner und die Ideologie gehört doch bekämpft. Oder gibt es da zwei Meinungen? Richtig. Ja. So, also aus der Emotionalität hätte ich das vielleicht sagen können. Aber was man ja auch hört in dem ganzen Video, ich habe ihr auch ganz zum Schluss genau danach noch gesagt, ihr habt den Krieg verloren. Und das sollte Aussage genug gewesen sein, oder? Da müsste man doch auch verstehen, warum ich das gesagt habe.
unser Leben ist nicht weniger wert als andere Leben. Punkt. Okay. Also das war die Erklärung dahinter? Natürlich, das ist die Erklärung dahinter, logisch. Ich würde sogar auch sagen, ich weiß, wir müssen nirgendwo einmischen, aber ich würde sogar auch sagen, hat man den vorher damals nach 45 nicht mehr daraus gelernt gehabt? Wieso lernen die Leute nicht daraus? Naja, schau mal, die kommen ja alle an. Das ist meine Frage. Da hast du recht, guck mal, die Menschen sind vergesslich. Mhm. Ja, sie schauen nur, soweit ihr Arm lang ist. Ja? Sie gucken auf die Länge des Armes, so, und das war's. Und was noch weiter davor ist, wollen sie nicht mehr sehen. Interessiert die nicht? Interessiert die nicht. Das passiert nicht vor ihrer Haustür. Sie sind nicht davon betroffen. Aha. Sie sind nicht betroffen. Es sind nicht ihre Familien, es sind nicht ihre Bekannten. Aber muss ich diese Vergleiche anstellen, um zu sagen, ich habe Empathie für Menschen? Mhm. Wir reden von Menschen. Das stört mich auch mit dieser Klassifizierung. Das stört mich. Es ist doch scheißegal, wie ein Mensch aussieht. Mhm. Es ist doch scheißegal, welche Menschen, was für eine Religion dahinter steckt. Antifaschismus bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Autos verbrennen oder irgendwas niederschlagen oder sonst irgendwas, sondern Antifaschismus bedeutet, sich gegen Faschismus aufzulehnen, gegen Unterdrückung aufzulehnen auf der Welt. Das ist ein Antifaschist. Ein Antifaschist macht seinen Mund auf gegen das Unrecht auf dieser Welt. Und genau das tue ich als Palästinenser. Und wenn ich sage, wir kämpfen für die Freiheit aller Menschen auf der Welt in Palästina, dann bedeutet es auch genau diese Redefreiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, überall auch in Europa, dass wir alles sagen dürfen, ohne andere Menschen zu diskriminieren. Mhm. Rassismus sollte ein eigener Straftatbestand sein. Aber diese Frau wird nicht bestraft, aber mich will man dafür bestrafen, weil ich rassistisch angegangen werde, offen rassistisch angegangen werde, von nachgewiesenen Menschen mit Nazi-Markenbekleidung, die nur Neonazis tragen. Krass. Mhm. Weiß nicht, keine Ahnung, in welchem Film ich lebe. Ja, die Leute kommen immer an, sagen immer, ja, Fuad ist der Böse, Fuad hat was gesagt, dann schauen sie mir auf die Lippen. Die wissen ganz genau, wie ich das meine, aber sie verdrehen es. Sie wissen ganz genau, dass ich von Nazi-Deutschland rede. Wenn ich in einem geschichtlichen Kontext spreche, dann rede ich, ich habe nie gesagt, zum Beispiel aus dem geschichtlichen Kontext, jemand muss ausgelöscht werden, damit wir auch existieren können. Nein, im Gegenteil. Seit Jahrzehnten, seit Jahren, seitdem ich Menschenrechtsaktivist bin, Medienaktivist bin, Blogger bin und überall bin, setze ich mich dafür ein, dass wir eine gerechte Lösung für eine gemeinsame Zukunft aller Menschen haben, egal wo wir sind auf der Welt, weil die Realität können wir nicht wegmachen. Es ist die Realität, was jetzt da ist. Mhm. Aber die kann nicht zulasten einer bestimmten Minderheit gehen, damit eine andere Minderheit existieren kann. Also muss es eine Lösung geben für beide Minderheiten auf dieser Welt. Mhm. Und das sind nun einmal die Palästinenser und die Juden. Das sind die zwei Minderheiten auf der Welt, die eine Lösung brauchen für eine gegenseitige und gemeinsame Existenz, aber nicht gemeinsame Vernichtung. Das sind ja nicht meine Worte. Sowas habe ich nie gesagt. Und dann wird mir unterstellt, ich würde der Hommus anhängen. So ein Unsinn. Ich bin einer der größten Kritiker gewesen, der Hommus. Schon immer gewesen. Habe mich in zig Videos dazu geäußert. Aber ich werde nicht den Widerstand der Palästinenser für ihre Freiheit verurteilen weltweit. Mhm. Weil jeder einzelne Palästinenser kämpft doch für Gerechtigkeit, egal wo er lebt. Und das ist der Grund ohne Parteizugehörigkeit. Also so auf dem Motto, habe ich dich richtig verstanden, so auf dem Motto, die anderen flüchten, wollen Freiheit, ihnen wird sie auch gewährt dementsprechend und die anderen dürfen nicht. Zum Beispiel jetzt, jemanden jetzt irgendwo reinzugrätschen, die Ukrainer zum Beispiel, sind auch in Not und wollen Freiheit und Ruhe und Frieden, die werden empfangen, aber die Palästinenser werden immer schief angeguckt. Das ist ja die Doppelmoral. Ja. Die Menschlichkeit kennt Europa in Sachen Ukraine, aber die Menschlichkeit hört auf bei den Palästinensern. Wir reden von 2,2 Millionen Menschen in Gaza. Heftig, Alter. Ja, wir haben eine Todeszahl, die geschätzt wird von Experten, dass man sagt, unentdeckte Zahlen, also es ist eine Schätzzahl. Nichts, was jetzt nachgewiesen ist. Nicht, dass man da jetzt sagt, oh, da redet ihr falsche Fakten. Da hat ein Experte geäußert, hat gesagt, es wird vermutet, dass es bis zu 186.000 Tote schon gibt. Boah, Alter, schön. So, alleine, was unter den Trümmern ist, alleine die Menschen, die... Stimmt, die Dunkelziffer, ne? Die Dunkelziffer, die man halt bis jetzt nicht bergen konnte, weil man halt keine Gerätschaften hat. Das heißt, die, von denen nachgewiesen wurde, die bis jetzt gestorben sind, sind tatsächlich mit Vor- und Nachnamen, Familienzugehörigkeit und Ausweisnummern über 41.000 Menschen. Deswegen halte ich mich jetzt nicht bei dieser geschätzten Zahl von 186.000 auf, weil ich möchte auch bei den Fakten bleiben.
Ja. Ich bin keiner, der nicht bei den Fakten ist. Ja richtig, ja. Aber ich sage nur, ein Experte hat diese Zahl geschätzt und deswegen kam diese Zahl auch, aber sie ist wesentlich hoch. Und es ist richtig, dass auch mehr als die Hälfte Kinder darunter sind, ne? Nein, wir haben nachweislich 16.000 Kinder bis jetzt, also knapp, circa. Ne? Ich kann immer nur von circa reden. Zwischen 16 und 17.000 Kinder. So, warum wird da nichts gemacht? Ja, es heißt ja immer, dass sie machen da was, ihnen sind die Hände gebunden, was weiß ich was. Jedes andere Land der Welt wäre schon lange verurteilt worden. Jedes andere Land der Welt hätte militärisch schon was zu befürchten gehabt von dem Westen. Aber Israel darf schalten und walten, wie es will. Es wird weiterhin mit Waffen beliefert, es wird weiterhin mit Geld beliefert, es wird gefördert, es wird in Schutz genommen durch europäische Politik. Und wenn wir Palästinenser das sagen, dann sind wir die Bösen. Dann reden wir davon, wir möchten irgendwelche Menschen vernichten. Das ist Unsinn. Wir möchten keine Menschen vernichten, wir möchten, dass unsere Menschen leben dürfen, die da drüben leben. Wir möchten auch eine Existenz haben. Wir haben das Recht einer Existenz, weil wir die Ureinwohner nach Palästina sind. Wir sind die Nachfahren Kanaans, die Kanaiten. Ja, und die waren lange davor da, bevor es hieß, das jüdische Volk war da, wenn ich nach deren Zeitrechnung gehe. Die Kanaiten und die Philister, das sind unsere Vorfahren. Und ich bin Nachfahre der Kanaiten und der Philister. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Lösung. Da verstehe ich dich auf jeden Fall. Das so geht es ja nicht weiter. Keiner ist der Gewinner und die Leute müssten jetzt wirklich aufhören zu sterben. So, was hältst du von einer Zwei-Staaten-Lösung? Würde das funktionieren? Schau mal, ich war früher immer für eine Zwei-Staaten-Lösung. Die ist aber mittlerweile unrealistisch, denn 1994 in Oslo, das Oslo-Abkommen mit Yasser Arafat, er hat den zweiten Staat Israel, also er hat den Staat Israel anerkannt und hat unterschrieben und hat aber mit dem Versprechen, dass es endlich einen palästinensischen Staat geben darf. Dieser Staat wurde aber nie gegründet, wird nie anerkannt. Jetzt kommen manche europäische Staaten wie Spanien, die den Staat Palästina anerkannt haben. Es gibt also einige, die das jetzt mittlerweile machen. Aber wir werden wahrscheinlich das erste Volk sein, das einen anerkannten Staat hat ohne Land. Ja, weil wieder jetzt erst neulich in den Siedlungen in der Westbank sind 1450 Hektar beschlagnahmt worden. Ja, das neue Wort von Diebstahl, Annektierung, Raub ist beschlagnahmt worden. Und also wir können einfach rein und die Leute raushauen. Ja, und Beschlagnahmung ist genehmigt und wird ja zu Israel integriert und da werden neue Siedlungen geschaffen in der Westbank. Das heißt, welche Realität haben wir zur Zwei-Staaten-Lösung? Es gibt keine. Es gibt nur eine einzige Realität, so hart wie sie klingt. Ein Staat für alle mit einem gerechten Frieden und einer gerechten Lösung. Und nicht zweierlei Maß. Das ist die Realität, die wir da drüben haben. Wo soll der zweite Staat existieren? Was ist aber erstmal mit Waffenstillstand? Ein bisschen Ruhe, wenn nicht schlecht. Waffenstillstand. Frieden. Waffenstillstand und Boykott des israelischen Staates für seine Verbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof hat die Anklage auch zugelassen und Netanyahu wird auch per Strafbefehl gesucht. Okay. Punkt. Aber wer will es denn nur durchsetzen? Da ist ja nichts passiert. Er hat Angst vor Verhaftung. Hat er ja schon öfter jetzt geäußert, auch schon vor 2 Tagen. Er hat eine Angst vor der Verhaftung. Ja, er hat Angst vor Verhaftung. Deswegen hat er neulich Bedenken gehabt, dass er Israel verlässt und irgendwo einen Staatsbesuch macht. Okay. Aber was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, wenn er hier nach Deutschland einfliegen würde, kein Mensch würde ihn verhaften. So. Ja, das würde glaube ich auch nicht. Genauso gilt das auch für Amerika oder sonst irgendwo. Also er kann sich auf jeden Fall frei bewegen. Ja, es wird niemand das umsetzen. Ja, heftig. Ja. Freunde, wenn euch der Talk gefallen hat, sehen wir uns natürlich gleich nochmal im zweiten Teil. Das ist Fuad Musa, das Original. Wir wollen nochmal spezifisch nochmal auf die Sache eingehen mit der Frau da. Und ich habe auch, du hast ja wahrscheinlich auch Beweise, du erzählst das ja nicht einfach so hier. Ja? Freunde, wir sehen uns jetzt gleich, schaltet um. Mein Name ist J6, das ist Fuad Musa und wir sehen uns im zweiten Teil. Liebe Grüße, du hast natürlich das letzte Wort. Danke, bis gleich, schaltet ein beim zweiten Teil, Leute. Bis gleich, Fuad Musa, das Original. Was macht der Kollege hier eigentlich hier ständig, Alter? Wir wollen hier unsere Ruhe und der Typ macht sauber hier, oder was? Staubsaugen? Sehr gut.